brauchen wir. Wie die aussieht. Wieder vergessen. Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Die müssen auch immer noch gucken, wo wir eventuell die Hose finden. Wir waren jetzt wirklich, also ich habe glaube ich nichts jetzt übersehen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich mal tatsächlich in den Häusern gucken. Hier trotzdem mal hier rum, gucken, ob hier irgendwo Rape ist. Können wir es auch irgendwo kaufen oder so? Wir wollten doch Daffodil mitnehmen. Hab ich vergessen, Freunde, hab ich vergessen. Die brauchen wir eh nicht mehr. Für diese Jahreszeit. Das heißt, ich werde nochmal zurückgehen. Den ganzen Weg. Und werde nie im Schild hängen bleiben, was mir über den Weg läuft. So. Nehmen wir die. Wenn es die letzte ist, die wir haben. Aber wir hätten oben rumgehen können. Ich wollte nämlich oben jetzt anfangen. Aber dann gehen wir durch den Park. Vielleicht haben wir ja Glück, dass ein Park was ist, was wir suchen. Hey, das können wir noch. Ach nee, kann man nicht. Schade, ich dachte, da wären irgendwelche Früchte dran. Ne? Die Musik hat sich auch geändert. Frühling zu Sommer. Ist das eine andere Musik? Irgendwie eine sehr beruhigende. Aber doch schon aufregender, glaube ich. Obwohl, Frühling war, glaube ich, ein bisschen aufregender. Also von der Spannung her ein bisschen heftiger. So, das ist das erste Haus hier. Ich glaube, hier irgendwo violette Schuhe, Hosen finden. Hallo. Alles klar. Er hat danach Friends with Maru jetzt. Sehen wir hier irgendwo eine blaue Hose? Violette, meine ich. So, aus. Nee. Hier irgendwo? Nö, nö, nö. Ein paar Sachen angucken, aber ich bezweifle, dass sie das so verstecken. Oder bin ich gerade blind? Ich möchte jetzt wirklich mal sicher gehen. Ey, wir kommen hier nicht rein. Ich will da nur ein bisschen nach oben gehen. Das sieht so aus, als wäre da irgendwo eine blaue Hose. Huch. Sebastian auch nicht. Ich wollte gerade schon wieder rausgehen. Ich habe ganz vergessen, dass Sebastian hier auch ist. Kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Haben wir die Quest überhaupt? Nein, haben wir. Major Louis Purple. Purple sind die. Purple sind die. Purple sind. Wo könnten die tatsächlich sein? Muss man sich überlegen. Wenn er gesagt hat, oder er schreibt, discreetly, dann müssen die schon irgendwo sein, wo man denkt, das ist nicht so toll. Dass jemand sie hat. Könnte das sein? Wer könnte das sein? Ani? Tiere? Ich weiß es nicht. Wer war denn Mani nochmal? Es war die Ranch-Besitzerin. Apropos, wo ist denn Lea eigentlich? Wo wohnt Lea eigentlich? Lea? Wohnt Lea? Wohnt die da mit dabei? Muss sie ja. Dann gehen wir mal zur Ranch. Wir haben schon wieder eine Quest. Wir müssen 6 Slimes töten. Oh, die ist auch ganz süß. Suchen Lea. Na, bist du wieder am Trainieren? Deinem geilen Skateboard.
Ah! Wenn es mit Mani sein, da reinzukommen, die zu holen. Okay. Ich guck mal ganz kurz nach, was Mani mag. Ein bisschen blöd, dass wir sie jetzt. Eigentlich möchte ich ja die Blume für Dingens geben. Die mag besonders. Ja, klar. Diamanten und so. Alles gut. Spaghetti, Milch, Honig, Parsnips, Quarz. Chocolate Cake. Haben wir aber auch nicht. Cool, dann müssen wir uns mit dir anfreunden, bevor wir die Hose kriegen. Alles klar. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, ob da Lea dran ist. Ich nicht. Zu wem gehört denn Lea? Zu wem gehört denn Lea? Ja, dass sie Single ist, ist mir klar. Aber sieht nicht so aus, hätte die irgendein Haus. Joey kennt Major, Blacksmith, nein. Loon. Lea. Schon hat die kein Zuhause. Lea, ich möchte dir was schenken. Versteck dich nicht vor mir. Lea, bitte. Ich will dir nur Gutes tun. Hier will ich nichts Gutes tun. Hier nicht. Als ob die hier ist. Wäre so optimal, wenn wir jedes jeden Tag verschenken könnten. Was? The train is passing through? Muss ja hier oben sein, wa? Leute, da gehen wir jetzt mal schnell hin. Da gehen wir jetzt mal schnell hin. Kann man da machen? Sieht nämlich noch nicht so gut aus. Hoffentlich haben wir genug Zeit dafür. Dass der sofort abhaut. Lasst mich zu dem Zug, bitte. Hi. Ach, der lässt Sachen fallen. Oh, ich krieg Schaden, wenn ich so zu nah dran bin. Der lässt Sachen fallen. Holz bitte. Wow. Hat funktioniert. Okay, Diamanten bitte. Wir haben ein Holz bekommen, wir haben ein Quarz bekommen. Ah, das ist Eisenohr. Das ist Eisenerz gewesen. Ach so. Okay. Ich dachte, da passiert etwas Spannenderes. Wir können jetzt anscheinend. Das sieht nicht aus wie leer, das ist Robin. Okay, dann gehen wir in die Minen und töten nochmal. Nicht nochmal, sondern töten ein paar Schleims. 6 Stück. Gehen wir mal auf Etage 20. Das ist nicht schlecht. Eins, da müssen wir sogar alle. Ne, zwei. Drei. Vier. Oh, da nehmen wir alles mit. Nicht gut, muss ich sagen. Gut, dafür sind jetzt hier weniger. Wir sind jetzt hier weniger Slimes, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt ja nicht geguckt, wie unser Glück heute ist. Ob wir überhaupt weiterkommen. Oh, das war knapp. Der sich locker gleich verwandelt. Ja, eine böse Kreatur. Ansonsten gehen wir einfach nochmal hoch. Wir haben jetzt 4. Gehen einfach nochmal auf 20. Hoffen, dass wir eventuell nochmal auf so eine Infested Area kommen, wo ganz viele Slimes sind. Und dann ist gut. Weil wir brauchen ja an sich aus der Etage hier nichts. Leaf und
Mal 20. Ja, easy. Genau das wollte ich haben. Müssen wir uns mal merken, immer wenn wir Slimes töten müssen, 20. Aua. Weg von mir. In die Enge treiben. Ah, wir sind schon fertig. Talk to the Wizard. Talk to the Wizard. Der wird aber wahrscheinlich nichts zu haben. What? Lol, genau da, wo unsere vorherige Leiter war, nach oben, ist jetzt eine Leiter aufgekommen nach unten. Das ist witzig. Doch, jetzt schon, jetzt kann ich nicht mehr nach oben gehen. Dann hätte ich erst runtergehen müssen und dann nach oben gehen müssen. Wäre so viel Aufwand gewesen. Ich glaube, ich hätte das Spiel beendet und nie wieder angefasst. Leute, Leute. Ich habe gerade so viel Spaß auf, so viel Bock auf das Spiel, dass ich wahrscheinlich richtig viel vorproduzieren werde. Und ich habe Bock, das Spiel zu spielen. So ein paar Bäume fällen noch, damit wir ein bisschen Holz haben. Oh, das ist ganz schön hart, der Baum. Stirb nicht von dem Baum! Lass dich nicht erschlagen. So. Ja, du bist glücklich. Ich weiß das. Würde mich bei mir, glaube ich, auch glücklich fühlen. Klang jetzt ziemlich dämlich, aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Ich muss jetzt langsam mal ein Gebäude haben, ey. Das kann doch nicht sein, dass wir so lange darauf rumstümpern und ich hier nur Käse mache. Och, Kochsender. Ja, ja, clear and sunny all day. Wer hätte das gedacht, dass es im Sommer, dass im Sommer die Sonne scheint. Ja, wir haben Honig. Und wir haben uns, wir können die doch durchlaufen. Leute, wir haben Honig. Damit können wir Mani. Das verkaufe ich mal nicht, damit stelle ich Mani jetzt zufrieden. So. Hoffentlich bringst du mir richtig viel ein. Haben wir eigentlich schon irgendwas Gutes rausbekommen? Oh ja, doch einige. Oh, das ist, kann man. Nicht verkehrt. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob man beim High Quality. Wow, mein Handy vibriert. Ob man beim High Quality. High Quality Bundle. Pepper braucht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war was anderes. Gießen die schönen Blumen. Nachfüllen. Nachfüllen. Also mit. Dadurch, dass es jetzt, dass man das mehr machen kann, ist das so viel geiler irgendwie. Ich hab irgendwie viel mehr Bock auf dieses Spiel. Das ist irgendwie so viel entspannter, dass man das machen kann. So. Nein, falsche Richtung. Will ich nur noch nur einnehmen. Okay, ich nehme mich trotzdem einfach absolut dämlich an. Egal, das ist nicht so schlimm. So, wir gehen direkt mal nach unten. Kämpfen uns hier durch unseren Urwald. Fällen wir mal ein paar Felder. Fällen wir mal ein paar Felder auf dem Weg. Ah, ein paar Felder fällen. Ein paar Bäume meine ich natürlich. Steckt sich voll im hohen Gras. Das gute Zeug. Bilder. Ah. Warum gibt es eigentlich hier nicht diese. Ich brauchte nur noch einen. Eine dieser wilden Pflanzen. Und zwar die Grape. Aber ich finde sie nicht.
versteckt sich vor mir. Aber hier, ne, ist auch kein Grape. Egal. Perfekt. 40 Gold absacken. Gefällt mir das. Da haben wir schon wieder fast die Hälfte. Wir können bald mit Tieren anfangen. Bald. So, haben wir den Honig mitgenommen? Ja. Dann gehen wir zu Mani, bringen den Honig vorbei. Den mag sie ja so super gern. Thank you. Wie gesagt, sie wird sich komplett mögen. Also es ist halt eher so ein, ja, Dankeschön. Aber das ist okay. Aber ich möchte unbedingt noch Dingens sehen. Lea. Ja, besser, wenn ich wüsste, wo sie wohnt. Kann man ganz kurz nachgucken. Ich habe mein Tablet hier zur Seite. Ich Lea. Wo wohnten die? Lives in Pelican Town. Address Leas Cottage. Gibt ein Leas Cottage? Ah! Ah, meine Freunde. Ah! Da wohnt die drinne. Überhaupt in der Ding ist. Ja! Hab ich nie hingeguckt. Der Angler? Ah. Die ist nicht da. Sehr gut. Wozu brauche ich überhaupt. Wozu habe ich jetzt herausgefunden, dass Lea da wohnt, wenn ich da nicht rein kann? Also ich muss sie random finden. Lea gefällt mir doch nicht mehr so sehr. Ich will Lea nicht mehr haben. Penny ist auch ganz süß. Penny würde sich bestimmt gut um... Vielleicht ändern wir doch mal unsere Meinung. Nehmen wir vielleicht Abigail? Der ist auch ganz süß. Nehmen wir... guck mal, was Abigail von uns so schönes haben will. Vielleicht will die ja auch Pflanzen haben, dann wäre das gar nicht mehr so verkehrt. So, das sieht jetzt gerade leider nicht, aber das ist auch nicht so schlimm, denn das ist jetzt nicht so spannend, sag ich jetzt mal. Sie mag Earth Crystal, mag sie ganz gut. Einiges. Mag auch Honey, das ist okay. Maple Syrup, Pizza, was ist denn mit der nicht in Ordnung? Ja, gemein, was die mag. Sweet Pea mag sie. Ja, also die gerne. Okay, dann finden wir mal Abigail. Abigail. Und hier oben. Da. Nee. Da. In Yaslan. Gehen wir mal dahin. Ah, sie, Abigail. Erstmal quatschen. I went to the beach last night after dark. Sometimes you can see strange lights bobbing over the sea. Ah, sie konnte ein paar seltsame Lichter finden. You brought me a present? Thanks. So, ich muss wieder ein bisschen was anpflanzen. Wenn wir das Geld gerade, das wir haben, aber das lohnt sich ja immer wieder, weil die immer wieder harvesten, immer wieder produzieren. Von den beiden haben wir jetzt eine. Das heißt, ich werde hiervon 9 holen. Und hier von 9 holen. So. Keine Sorge, Leute, das dreht sich wieder. Jetzt haben wir wieder nur 800 Gold, aber ich möchte doch eher jetzt mal ein bisschen mit dem Geld an. Ein bisschen steigern. Und das schaffe ich nur, wenn ich mehr Pflanzen habe, die Sachen abgeben. Klingt logisch, wa? Ist es auch. Verdammt logisch. Die Frage ist nur, wo wir die hinmachen. Abbauen. Ja, Platz mehr Inventar frei. So. Sollte mal ein paar Sachen losfahren, habe ich das Gefühl. Da wäre mal ein paar Sachen los.
Das kommt da rein, das kommt da rein. Da rein, das kommt nicht da rein. Da rein. Okay. Ja, wir verkaufen. Alle bis auf 5. Da alle bis auf 1. So. Seeds können wir hier eigentlich auch noch. Wir waren sogar noch welche drin. War nicht so verkehrt. So. Hier ist Ressourcen. Das beides ist. So. Alles klar. Dann machen wir hier nochmal wieder so eine. Ah ne, da haben wir jetzt unten gemacht, wa? Hm. Ach, ich bin aber auch Volltrottel. Bin auch Volltrottel. Dann machen wir die hier. Machen wir die hier hin. Haben wir eh noch einmal 9 Felder. Das macht dann schon Sinn. So. Warten, komm hier hin. Komm da hin. Ich wollte noch. Ach, fuck. Ich wollte noch vorher Dünger aufmachen. Egal. Vergesst das immer wieder, aber das ist nicht so schlimm. Das bringt uns jetzt auch nicht um. Vergesse ich nicht, mein Süßer. Was haben wir Abigail eigentlich geschenkt? Jetzt? Ich denke, glaube ich, 2 Geschenke in der Woche machen.